Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Rollercoaster Tycoon 2 mit mir, dem Yakinator, und natürlich dem tollen Yakinator Park, in dem schon so unglaublich viele megamäßige Achterbahnen rumstehen, dass es fast gar nicht mehr auszuhalten ist. So, aber heute möchte ich mich als erstes erstmal dieser Achterbahn hier widmen. Umgekehrte Achterbahn 1, den Namen werden wir auch heute noch verändern. Die ist uns ja beim letzten Mal ein bisschen explodiert. Und da dachte ich mir, ich betreibe jetzt mal ein bisschen Ursachenforschung und schau mal, woran es gelegen haben könnte. So, das heißt, erstmal werde ich die Grundfläche ausblenden, damit wir hier einen kleinen Überblick haben. Und dann mal schauen. Vielleicht sehen wir jetzt hier schon offensichtlich das Problem oder so. Das Hauptproblem war anscheinend, dass sich hier diesen Looping irgendwann nicht mehr hochgekommen ist. Ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Weil im Moment sieht eigentlich alles recht fluffig aus. Die Achterbahn schraubt sich hier so ganz elegant hier lang und dann da lang. Ja, und den Looping schafft sie eigentlich ohne Probleme. Da weiß ich jetzt nicht, was dann vorher das Problem war bei dem Ding. Ja, es könnte natürlich sein, dass eventuell die Achterbahn sozusagen... Also, dass die Achterbahn in der Station ankommt... Dann kommt die Achterbahn auch in der Station an, aber dann sind die Abstände nicht mehr die gleichen. Und es kann sein, dass sich im Laufe der Zeit dann die Abstände immer so weit verschieben, dass dann irgendwann beide Achterbahnen so dicht hintereinander fahren, dass sie einfach zusammenstoßen. Aber die Frage ist natürlich, irgendeine Achterbahn, also die erste Achterbahn, die dann voranfährt, muss ja eigentlich diejenige sein, die es dann nicht durch den Looping schafft. Und der Grund, warum das dann passiert, der ist mir echt unbekannt. Und wie gesagt, ich sehe jetzt auch auf Anhieb eigentlich überhaupt gar kein Problem hier. Na gut, dann werde ich das erstmal ruhen lassen. Die Frage ist, wie nennen wir umgekehrte Achterbahn 1 jetzt? Ach, ich habe mal eine Idee. Wir haben ja auch noch ein paar... In Deutschland gibt es ja auch ein paar YouTuber. Ich gucke ja größtenteils eher englischsprachige Let's Plays. Wenn ich mal Let's Plays gucke. Aber es gibt so ein, zwei deutschsprachige YouTuber, die ich mir auch in den letzten Jahren super gerne mit erschreckender Regelmäßigkeit angeschaut habe. Und die können sich jetzt auch nicht dagegen wehren, dass ich deren Namen jetzt hier verwurste. Ja, da gibt es zum Beispiel den... Jeremiah Rose, oder Jeremiah Rose, ich weiß jetzt nicht gar nicht, wie man das ausspricht, ne? Aber zum Beispiel, nach dem würde ich gerne eine Bahn benennen. Der hat eine super tolle Rimworld, ein paar super tolle Rimworld-Folgen hochgeladen, die man sich immer wieder geben kann, die super unterhaltsam sind. Tja, und da ich ja auch gerne Arma 3 spiele und Jeremiah Rose auch ein sehr versierter Arma 3-Spieler ist, oder jedenfalls war, ich weiß nicht, ob er das jetzt in dieser Intensität immer noch macht, dachte ich mir, benenne ich mal einfach mal die umgekehrte Achterbahn. Nach dem Jeremiah Rose. Und zwar, tja. Ja, irgendwas mit dem Unfall muss es ja auch sein, ne? Nun weiß ich nicht. Ah, ja, genau. Ich nenne es mal auf, ich mache das jetzt auch mal auf Englisch, dann ist das so ein kleines bisschen flüssiger, dann... So. Also, Jeremiah's Hazard. Sozusagen Jeremiahs Sicherheitsgefahr. Und jetzt ist umgekehrte Achterbahn 1 schon wieder defekt. Zug 3 ist defekt. Was ist denn da jetzt los? Steht da jetzt, ist defekt oder kann nicht getestet werden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich versuche das Ding mal wirklich zu testen, aber nein, es ist defekt. Aber diesmal ist anscheinend wirklich auch nur dieser Zug defekt. Es könnte natürlich sein, dass wenn jetzt noch ein Zug auf der Strecke ist, nee, ist aber nicht. Dass es dann zu Problemen kommt. Okay. Ja, jedenfalls scheint diese Achterbahn ja nicht gerade... Ja, nicht gerade reibungslos zu laufen. So, ach so, genau. Und das nächste, was wir dann machen, ist auf jeden Fall Mechaniker einstellen. Dann heißt es wahrscheinlich, wir haben viel zu wenig Mechaniker. Völlig sinnlos. Was heißt völlig sinnlos? Aber viel zu wenig Mechaniker und die können das alles gar nicht abdecken, weil wir hier so viele tolle Attraktionen haben. So, und das heißt, ich stelle mal zwei neue ein. Eventuell bringt das ja die Downtimes ein bisschen runter, ne? Das ist ja auch, es geht ja auch immer massig Geld verloren, wenn da mal so eine Achterbahn stehen bleibt und ewig lässt sich kein Mechaniker blicken. Hier, was ist denn da bei den Minen von Moria jetzt los? Ach so, das ist der Ausgang. Okay, jetzt habe ich mich ein kleines bisschen erschrocken, weil auf einmal so ein ganzer Wust an Leuten rausgegangen ist. Gut, ist das Ding jetzt endlich mal wieder repariert? Nee, ist immer noch defekt. Gut, dann werde ich das Teil trotzdem mal öffnen. Es ist ja defekt, da können die Leute eh nicht reingehen. Hallo, Mechaniker, wo seid ihr? Jetzt muss ich das wirklich mal manuell machen. Jeremiahs, da ist er. Da ist schon einer. Okay, der ist da. Ja, okay. Na, dann müsste es ja gleich weitergehen. Ja, und jetzt kommen die Leute auch wieder reingeströmt. Sehr schön. Und ein Donutladen ist verfügbar. Oh, das werde ich gleich mal ausnutzen. Und dann werden wir mal ein bisschen noch weiter in die Infrastruktur investieren. Eine Einschienenhängebahn. Oh, das ist aber toll. Hat die denn auch...
Nee, die hat nicht. Hat die denn auch irgendwie so Thrill-Werte, die vorzeigbar sind? Nee, ist leider nur eigenes Layout anscheinend. Hier gibt es auch nur eigenes Layout. Ja, ist ja auch blöd, ne? Das sind ja immer so eine Streckensachen. Da ist es natürlich schwierig, irgendwas Vorgefertigtes zu nehmen, weil das wird in kaum einen Park reinpassen. So, wie geht's denn unserer guten wilden Maus? Ja, der geht's eigentlich relativ gut. Ja, wir können ja theoretisch noch den Eintritt ein bisschen erniedrigen, damit ein paar mehr Leute kommen. Ja, ich sag ja, wilde Maus ist jetzt auch nicht so das Nonplusultra oder sowas. Da winken die meisten hier eher gelangweilt ab. So, jetzt regnet's. Vielleicht hat die Achterbahn auch was gegen Regen, ich weiß es gar nicht. Achso, hatten wir eigentlich unsere Regenschirmpreise schon hochgestellt? Ja, 15 Euro. Okay. Super, dann haben wir hier. Also ich gucke mir das jetzt nochmal im Live-Betrieb an. So, hier ist die Bremse. Die Frage ist, ob die Leute dann auch da reingehen, ne? Naja, ein paar gehen auf jeden Fall rein. Weil ich habe gehört, dass der Ruf von so einer Achterbahn auch immer etwas leidet, ne? Und da muss man die erstmal ein bisschen irgendwie minimal umbauen oder modifizieren. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich hoffe, es klappt trotzdem irgendwie. Ja, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute gehen schon rein. Gut, eine Sorge weniger also. Und dann will ich mal gleich gucken. Ja, Donutbude, ne? Mensch, so viel zu tun, das hätte ich jetzt beinahe verpasst. So, wo ist die Mampfbacke? Hier. Donutbude, Donutbude. Wo haben wir dich? Donut, Donut. Da muss doch irgendwo ein riesiger Donut drauf sein. Genau da. Ha, ich weiß, das... Jetzt fällt mir übrigens spontan ein, wenn ich das Ding sehe. Das erste Mal, als ich Rollercoaster Tycoon 2 gespielt habe. Und das muss wirklich so 2004 gewesen sein oder 2005. Ich habe mir das damals ja noch im Laden, im Original gekauft, weil das so ein schönes Spiel war. 2002. Mensch, ich habe es ja selber in der Videobeschreibung geschrieben. Ich dödel. Ja, also da war ich sozusagen noch ein richtiger Jungspund. Und diese Donutbude war, glaube ich, das allererste Gebäude, abgesehen jetzt von irgendwelchen Wegen oder so, was ich jemals in Rollercoaster Tycoon 2 gebaut habe. Das heißt, ganz viel Nostalgie jetzt mit dabei. Und wir werden die Donutbude natürlich erstmal neben der Toilette platzieren. Toll, ne? So, einmal die Donutbude hier eröffnen. Und dann war noch was auf dem Berg. Da gab es auch ein kleines Problem. Ach nee, das habe ich auch schon gelöst gehabt. Wir hatten nämlich diese Bude hier auch hingebaut und die war dann aber entfernt von dem Weg. Die stand hier einfach so auf so einer Säule sozusagen, mitten in den Bergen und keiner wäre rangekommen. Ja, und weil es mir da oben so schön gefällt, baue ich da gleich noch eine Bude hin halt. So, und zwar so, dass es auch geht. So, vielleicht hier gleich hin oder so. So, falsch rum. So, das müsste gehen. Okay. Super, das heißt, ab jetzt gibt es sofort Donuts für alle. Also für alle, die sich sozusagen auf diesen Berg rauftrauen und darauf krauchen wollen. Ich weiß es nicht. Tja, und dann gucke ich mal. Und das sieht ja noch relativ leer hier alles aus, ne? Also hier noch riesige Freiflächen, die gefüllt werden wollen mit irgendeinem Zeug. Und das werde ich doch mal machen. Heute wird es allerdings noch nicht so eine Riesenachterbahn. Die werde ich dann demnächst bauen, ne? Vielleicht in der nächsten Folge sogar schon. Auf jeden Fall in der nächsten und übernächsten Folge. Uns fehlt noch ein bisschen das Kleingeld dafür, ne? Ich bin noch fleißig am Darlehen abbezahlen. Und ich nehme auch gerne natürlich wieder Darlehen auf. So, aber jetzt bauen wir halt irgendwas Kleines erstmal nochmal. Wilde Maus war ja letztes Mal schon... Das ist so die Phase der Detailarbeiten. Ach so, genau, apropos Detailarbeiten, das war ja auch noch so ein Ding. Diese Fläche hier, die werde ich mir tunlichst frei halten, denn hier kommt so eine Art kleine, wunderbar akkurate und absolutistische Gartenanlage hin, so wie Versailles sozusagen, ne? So alles ganz ordentlich, hier ist so, wie das hier ungefähr, bloß ungefähr tausendmal größer. Mit unglaublich viel Zeug drin und Fressbuden bis zum geht nicht mehr und Attraktionen, Statuen und sowas. Aber vor allen Dingen auch Grünzeug und Bäume, ne? Also ich werde hier demnächst mal wieder so einen Grünzeug-Pass machen über diesen Park. Das heißt, wir werden überall mal ein bisschen Bäume hinklatschen, ein paar Sträucher. Im Moment sieht es halt ein bisschen kahl aus, ne? Aus der Entfernung natürlich wunderbar, wie hier alles so verschnörkelt und verschlungen ist bei den Achterbahnen. Das mag ich auch immer, ne? Das macht ja so einen großen Reiz aus. Alles wuselt. Mensch, und das hat der Typ damals wirklich alles alleine programmiert. In Assembler wohlgemerkt, also nicht mit irgendeiner hier in Maschinencode mehr oder weniger. Und das Spiel kann heutzutage noch flüssig alles darstellen, was es darzustellen gibt. Diese ganzen Männchen hier, die Achterbahnzüge, da habe ich ja neulich gelesen, da war ich total überrascht. Ich dachte am Anfang, das wären so eine primitiven 3D-Sachen gewesen, aber nein. Die Achterbahnzüge, die wurden
aus tausenden Einzelbildern pro Zug, also pro Attraktion zusammengestellt, ne, oder pro Wagen, aus allen, sodass sozusagen alle Perspektiven drin waren. Und ein Typ hat alle diese Bildchen erstellt. Und was ist denn da eigentlich gerade los? Jeffs Desaster hat sich da gerade so megamäßig hochgekrebelt. Ist das bei jedem Durchlauf so? Das macht mich jetzt gerade ein bisschen betroffen. Ich meine, okay, das Ding ist halt super langsam und es kommt auch irgendwie voran, aber hey, man kann es ja mit der Spannung auch ein bisschen übertreiben, ne? Also eben ist hier fast gerade wieder zurückgefallen. Na gut. Aber Jeffs Desaster, ich muss ja sagen, das ist auch nochmal eine richtig schöne Bahn, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Loopings mindestens. Hier hinten ist vielleicht auch noch einer versteckt. Das sehe ich gerade nicht. Ah, sieht nicht so aus. Aber wie gesagt, was ich damals schon an Kreativität und lustigen Kurven gebaut habe, das ist echt unglaublich. Also vor allen Dingen diese Achterbahn hier, ich weiß gar nicht, das ist so ein Ding, da frage ich mich, wie habe ich das eigentlich gemacht, ne? Wie habe ich das eigentlich geschafft? Okay, im Nachhinein denke ich mir natürlich, ja, wir hätten hier noch ein paar Kurven reinmachen können und dann wäre das auch nicht so ein brechreizerzeugendes Ding geworden. Aber toll. Ich weiß nicht, ob ich sowas heutzutage immer noch hinkriegen würde. Deswegen fange ich jetzt erstmal, wie gesagt, eine Nummer kleiner an. Ach so, genau. Und diesmal wird es auch keine Achterbahn, sondern diesmal werden wir uns ganz anderen lustigen, betulichen Fahrgeschäften widmen, die ich trotzdem noch reinbauen will, obwohl sie betulich sind. Meine Güte. Immer diese Einschränkung. Nee, Quatsch. Ich wollte jetzt einfach mal hier so ein bisschen noch einen Bootsverleih hinbauen. Den habe ich mir schon immer. Ah ja, einen Bootsverleih. Und der kommt dann direkt hier hin, ne? Weil Bootsverleih, ich weiß ja nicht, ein paar Leute wollen vielleicht wirklich fahren, trotzdem fahren. Und dann können wir denen ja den Gefallen tun und bauen hier wirklich so ein kleines Ding hin. Eins, zwei, drei, das, vier, das reicht dann auch schon. So, Stationsplattform und das Tolle ist, ich glaube, wir können den Bootsverleih auch so machen, dass wir jetzt hier einfach diese Stationsplattform bauen. Und dann können wir schon den Ein- und Ausgang machen. Und die Boote fahren dann sozusagen völlig frei hin und her. Sind sich total selbst überlassen. Oder wir machen, können natürlich auch ins Wasser so eine Schienen bauen. Aber ja, ich weiß nicht. Muss ja nicht sein. Na, das wäre dann, wenn wir ganz viele Besucher haben wollen und die Effizienz von dem Ding steigern wollen bis ins Maximum. Aber hey, das wollen wir ja gar nicht. So, das heißt, der Eingang, der kommt hier hin. Ja, der Ausgang, direkt hier an den Weg, würde ich sagen. So, ist der jetzt auch verbunden? Der Far-Cry-Tower ist schon wieder ausgefallen. Ha, das Ding werde ich auch irgendwann, wie gesagt, bald abreißen, denke ich mal. Das sieht zwar total toll aus, aber ja. Und jetzt versuche ich natürlich möglichst kunstvoll diesen Weg hier lang zu führen. Das heißt, ich werde ihn hier lang führen und da lang führen und dann da lang führen. Hey, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 5 so eine Teile, wo die Leute sich dann verteilen können. Ich weiß nicht, vielleicht fährt gar keiner mit. Das kann ja auch sein. So, Bootsverleih ist eröffnet. Ich glaube, wir werden den Preis auch mal super besucherfreundlich gestalten. Ach, siehst du, ein paar Leute gehen schon rein. Na, ist doch schön. Ja, guck mal, dann können die gleich mit dem, dann fahren die gleich mit dem Boot los und kommen hier wahrscheinlich mal überall rum, ne? Ich hoffe natürlich nicht, dass irgendjemand hier lang fährt, weil dann ist der ja 3 Monate unterwegs. Und das will ich ja auch nicht. Dann fehlt hier 3 Monate lang einer von diesen, eins von diesen 4 Booten. Aber nein, guck mal, die sind ganz anspruchslos. Die fahren hier einfach das Ding ab. Ach so, ja. Wenn sie das Ding natürlich abfahren. Nee, machen sie nicht. Ich dachte, die fahren jetzt hier nur an den Kanten lang. Dann hätten wir wirklich ein kleines Problem. Weil dann eine Parkumrundung sozusagen wahrscheinlich gefühlte 3 Rollercoaster-Jahre benötigen würde. Okay, was natürlich toll wäre, wenn wir noch eine kleine Wildwasserbahn bauen würden, ne? Das ging ja jetzt relativ schnell. Mit dem Bootsverleih. Das war, glaube ich, jetzt die unaufwendigste Attraktion, die wir jemals hatten. Wäre natürlich toll, wenn wir das irgendwo dahin bauen würden, wo es auch ins Wasser geht, ne? Zum Beispiel hier so. Oder ist das so ein. Ah, ich gucke erstmal, was wir da überhaupt im Angebot haben. Also, da haben wir sowas, eine Wildwasserbahn. Das war jetzt aber nicht die Wet Dreams. Nee, die Wet Dreams war ja so eine halbe Achterbahn. Die Stromschnellen, ein breiter Wasserkanal, zwischendurch Wasserfälle und schäumende Stromschnellen. Und Splashboote. Auch Fließband befördert Anstiege hoch und sausen steile Gefälle runter. Damit die Fahrgäste mit einem gigantischen Platscher durchnässt werden. Tja, die Frage ist natürlich, muss das eine geschlossene Strecke? Ah, anscheinend. Ja, ich denke mal, Double Drop heißt die, okay.
Nee, Double Drop sieht mir irgendwie blöd aus. So, das heißt, Yakinator baut sein eigenes Stationchen wieder. Ja, das können wir eigentlich gleich mal hier hinbauen, ne? So, und da fährt sie lang. Dann kann sie ja da hoch, anstiegen. Achso, Gefälle, ne? Da war ja irgendwas. Aber ich glaube, wir haben auch so eine Art Sessellift oder sowas. Gut. Jetzt brauche ich, wie gesagt, wirklich bloß einen guten Punkt, um hier anzusetzen. Ich denke mal, das dürfte gehen. Das bauen? Das bauen, sage ich. Okay, jetzt haben wir uns sozusagen schon in die Nesseln gesetzt. Reißen wir gleich wieder ab. So, eins höher. Okay. So, dann haben wir hier nachher die Anschlüsse für den Eingang. Und hier vielleicht die Anschlüsse für den Ausgang. Wir können das auch ein bisschen großzügiger gestalten, ne? So. Okay. Und jetzt ganz einfach erstmal. Ach ja, hier wird das durch das fließende Wasser gemacht. Hier gibt es anscheinend gar keine Ketten, richtig? Also natürlich, bei den Anstiegen müsste es aber dann... Ach nee, das sind hier so eine Rolltreppen sozusagen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Tja, jetzt müssen wir einfach mal schauen. Ich denke mal hier, ne? Geht's dann... Können wir dann schon nach unten? Ja, das geht auch. Okay, sehr schön. Und nee, da nicht lang. Dann hier lang. Breiter Wasserkanal, hatten wir ja gesagt, ne? Ja, dann kann das ja mal wieder ein kleines bisschen nach oben gehen. Und dann eventuell dramatisch nach unten. Aber nein, das werde ich ein bisschen auskosten. Das heißt, hier oben ist noch flache Strecke. Wie viel Platz brauchen wir denn eigentlich? Achso, genau. Und dann machen wir hier noch so und so und dann so. Ja, es ist halt etwas gemächlicher, ne? Aber was soll's? So, jetzt geht's hier 21 Meter Höhe, sind wir? Gut, und jetzt machen wir mal einen richtig schönen... Ah, nee. Wollte gerade sagen, jetzt machen wir mal einen richtig schönen Abstieg. Aber da stehen uns wieder diese blöden Berge im Weg. Gut, das heißt, jetzt werde ich mal das Schüppchen rausholen. Und ein bisschen Terraforming betreiben. So, dann machen wir das halt mit so einem halben Tunnel oder so. So. Noch alles schön runter. Ja, jetzt geht das. Ja, und jetzt, hier merkt man natürlich dann auch, es ist alles sehr künstlich angelegt, ne? Hallo? Okay. So, und jetzt können wir hier bestimmt, ja, na, kriegen wir das hin? Gerade so, mit Ach und Krach, ne? So, okay, jetzt geht das auch. Ach nee, wir sind ja eh zu hoch. Wir müssen ja über... Wir sollten schon über dem Wasserspiegel bleiben, Jungs. Gut, dann machen wir das einfach so. Dann geht die Achterbahn ganz entspannt hier ins Wasser rein. Hui, und das ist dann der große Splash sozusagen. Ach so, speziell. Stationsform, Fahrtfotobereich. Ja, dann machen wir hier das Fahrtfoto, wo die Leute... Oder machen wir das hier lieber? Ach, hier geht's anscheinend nicht, ne? Da müssen wir erstmal wieder was Flaches machen. Okay, und dann machen wir hier einen Fahrtfotobereich. Jetzt müssen wir dann bloß noch wieder nach oben kommen. Was können wir denn hier noch machen? S-Kurve rechts, S-Kurve links und eine Stationsplattform. Also da ist gar nicht so viel Zeug, was man benutzen könnte. Gut, das heißt... Ja, dann integrieren wir das hier einfach in die Achterbahn rein. So, dann wieder das Gelände etwas begradigen. So, jetzt gleich mal hier. Ja, so, wunderbar. Ich sag mal, das ganze kosmetische Gedöns, das können wir dann, wie gesagt, später machen. Jetzt ist die andere Achterbahn im Weg. Nein, das wollte ich nicht. Hier lang. Und dann geht's dann vielleicht? Leider auch nicht. Achterbahn im Weg, Achterbahn im Weg. Na, dann wird das anscheinend doch nichts. Dann ist allerdings die Frage, ob wir da überhaupt langkommen, ne? Nee, ich glaube nämlich nicht. Ach, da können wir uns das auch gleich sparen. Wunderbar. Und wieder ein bisschen Arbeit vermieden. So, jetzt S-Kurve rechts. Und, speziell S-Kurve rechts nochmal. So, da ist die S-Kurve rechts. Und wenn wir jetzt nach oben gehen, funktioniert das dann? Mit dem Anstieg? Ah, warte, hier müssen wir noch ein kleines bisschen die Dellen ausbessern. So, wunderbar. Und geht das jetzt? Nö, wir sind, ja, fast. Wir sind nur minimal daneben. Okay, dann so vielleicht und dann
Mal so und... Ach so, die kann ja nicht direkt um die Ecke fahren, die Bahn. Eieiei, jetzt ist es wieder kompliziert. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich. Ich werde dieses kleine Problem mal lösen für euch. So, und es ist vollbracht. Mit letzter Anstrengung habe ich hier den Lückenschluss gemacht. Super, die Bahn an sich ist erstmal fertig. Die Frage ist sie langweilig oder nicht? Ich würde selber wahrscheinlich eher nicht damit fahren. So, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir den Eingang am besten hinmachen. Aber da sind wir eigentlich relativ, relativ frei in unserer Auswahl. Hier vielleicht oder da vielleicht. Wenn wir den hier hinmachen, dann könnte es eventuell schwierig werden. Weil der ist ja dann da drüben. Ja, so eventuell, so. Ach so, und übrigens nebenbei, Jeremiah's Hazard ist nach 2 Minuten, die ich gerade die Aufnahme wieder weggemacht hatte oder abgebrochen hatte oder pausiert hatte, sag ich mal, um diese Achterbahn hier zu bauen, ist wieder explodiert. Meine Güte. Und schon wieder genau an derselben Stelle. Das heißt, das Ding, das bleibt jetzt wirklich erstmal so außer Betrieb. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht habt ihr eine Idee, woran es gelegen haben könnte. Das weiß ich nämlich jetzt echt langsam nicht mehr. Ich verzweifle an dieser Geschichte. Yakinator verzweifelt an dieser Achterbahn, denn ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, ne? Und es wäre ein bisschen frustrierend, weil das ist eigentlich meine größte und schönste Achterbahn, die ich jemals gebaut habe. Gut, aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um das Stationszeug. Wäre ja wichtig, dass hier auch die Leute rein und rauskommen. Okay, dann geht's hier lang. Oh, und dann können wir, glaube ich, jetzt schon nach da und nach unten vielleicht. Geht das? Ah, nee, nicht wirklich. Da ist noch die andere Achterbahn im Weg. Gut, dann werde ich mal hier runter gehen. Dann da runter. Dann da runter. Da runter. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Dann da runter. Und da runter. Ach so, ja. Und dann einfach, würde ich sagen, nach... Ach nee, das müsste jetzt sozusagen hier eine gerade Fläche sein, ne? Ja, so. Und dann nach da. Und dann so. Ah, alles nicht so einfach. Gut, wo ist unser Terraforming? Terraforming. Hier ist Terraforming. Gut, dann werden wir das Ding mal weghauen. Und dann müsste das eigentlich funktionieren gleich. So, und das Ding kommt auch noch weg. So. Und jetzt. So, und jetzt haben wir gleich den Anschluss. Ach, wunderbar. Und was ist jetzt los? Sind wir jetzt... Ach, jetzt will er uns nach unterirdisch schicken. Nee, brauchen wir nicht. Alles gut. Will keiner. Ja, das heißt, jetzt brauchen wir bloß noch den Eingang, der dann da oben sein wird. Oder der erstmal hier oben ist. Gut, da lang. Ja, ich denke mal hier so. Und jetzt irgendwas ganz Kreatives. Mal gucken. Ah, ich fühle mich heute so mega unkreativ. Vielleicht so eine kleine Wendeltreppe oder so. Naja, das Problem ist, dass immer... Ja, eigentlich können wir... lasst uns mal so eine kleine Wendeltreppe machen. Ich gehe jetzt mal ganz spontan davon aus, dass hier unglaublich viele Leute auch mitfahren werden. Das heißt, der Eingangsbereich muss sowieso wesentlich länger werden als bei allen anderen Achterbahnen. Achtung, Achtung, Ironie, Zwinker, Zwinker. Gut. So, und das kennt man ja aus Minecraft, ne, mit den Schächten. So 3x3 und dann immer so und so. Na, ich glaube, Computerspieler von heute sind sowieso die besten Architekten. Allein schon durch so eine Spiele hier wie Rollercoaster Tycoon und... Ja, jetzt bin ich wieder ein kleines bisschen vom Weg abgekommen. Nee, dann mache ich das erstmal so hin und dann so und so. Würde das jetzt theoretisch passen, wenn wir hier jetzt, sage ich mal, noch ein bisschen terraformen? Ja. Ach nee, hier müssen wir... Warte mal, jetzt dreht das Ganze mal um. Wahrscheinlich unterliegen wir wieder irgendeiner blöden optischen Illusion. Na, Tatsache. Okay. Das heißt, jetzt können wir aber da lang, so. Ach nee, da wollte ich jetzt gar nicht raufdrücken. Sind wir jetzt schon ebenerdig eigentlich? Na, fast, ne? So, und dann so. Und dann geht das. Hey, super. Okay, haben wir es geschafft. Jetzt werden die Splashboote noch schnell getestet. Den Namen der Splashboote, den werde ich mir zum nächsten Mal überlegen. Und dann werde ich mal schauen. Ei, das Ding ist ja super langsam. Aber okay, da haben auch ein paar Boote mehr Platz drauf, sehe ich gerade, ne? Das sind ja so 20 Stück. Hui, hui, Splash bis zum geht nicht mehr. Und die Fotos bringen natürlich auch nochmal extra Geld, ne? So, ach, das ging jetzt... Ah, Hilfe. Alles ausgefallen. Naja, mit höchster mörderischer Geschwindigkeit. Kein Wunder. So, weiter. Ich will das jetzt trotzdem nochmal sehen.
Hoch, Mittel, Niedrig. Ach, das ist doch toll. Nervenkitzelwert super hoch. Intensitätwert 3,23. Also das ist eigentlich eine richtig tolle Achterbahn. Mensch, sowas wünsche ich mir immer, dass der Nervenkitzelwert auch mal ein bisschen, dass der Nervenkitzelwert auch mal ein bisschen höher ist als der Intensitätwert. Bei mir ist es nämlich normalerweise andersrum. Okay, das heißt, hey, super, ohne größere Umstände können wir das Ding hier einfach eröffnen und dann werde ich auch mal 2,50 nehmen und Farbfotos kosten heute 5 Euro. 4 Euro. So, das ist ja eine einmalige Erinnerung an diesen Park, an diesen wunderbaren Park. So, und jetzt haben die Leute auch endlich mal einen Grund, hier auf diesen Berg hochzukrauchen, ne? Selbst der Eingang von der anderen Achterbahn war ja hier unten. Super, jetzt haben wir hier wirklich so einen kleinen Kreislauf inzwischen. Und ich sehe auch, also an menschenmäßig ist hier auch einiges los, ne? Nun weiß ich nicht, wie es mit den Besucherzahlen aussieht. Oh, nimmt eher ein bisschen ab, ne? Ja, das ist aber wahrscheinlich auch, weil wir relativ wenig neue Achterbahnen jetzt bauen. Ich sag mal so, im Vergleich zu der Zeit, die wir jetzt mit diesem Park verbringen, wenn das Ganze hier, wenn ich das Ganze auf Beschleunigung laufen lasse, dann geht natürlich Zeit verloren, die wir theoretisch normalerweise, wenn ich jetzt offline wäre oder wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, die ich normalerweise in Achterbahn bauen stecken würde. Und hier ist es halt nur so, ja, da labert man und dann zahlt man mal wieder ein bisschen Darlehen zurück. Apropos, das mache ich doch gleich mal. Was? Nicht genügend Geld? Hat man nicht gerade? Ach, die laufenden Kosten fressen uns auf, Leute. Na gut, okay, aber das soll unser Problem erst beim nächsten Mal sein. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderbaren Abend. Macht's gut und wir sehen uns. Tschüss!